willkommen. 360 Kilometer vom Studio entfernt. Monitor kommt heute aus dem Osten, aus Gera in Thüringen. 20 Jahre deutsche Einheit. Grund, stolz zu sein. Grund, kritisch zu sein. Um mich herum mehr als 4000 Meter ausspioniertes Leben. Ich bin im Aktenraum der einstigen Stasi-Zentrale des Bezirks Gera. Ein symbolischer Ort für eine Spurensuche, die bis heute andauert. Wir fragen nach dem verschwundenen SED-Vermögen, nach großem Geld, das den neuen Bundesländern gehört. Schillernde Personen tauchten bei der Recherche auf. Markus Schmidt, Andreas Ort und Gabi Probst trafen unter anderem eine Art Champagner-Kommunistin, die die Rote Fini genannt wird. Fiaker, Heuriger, Hofburg, Wien. Nahtstelle zwischen Ost und West. Und in den Wirren der Wende Schauplatz einer unglaublichen Geschichte. Wien, das ist auch die Stadt der Rudolfine Steindling. Ehrentitel, Kommerzialrätin, großzügige Wohltäterin für Kunst und Kultur, hervorragend vernetzt in allerhöchste Kreise. Früher, da war sie mal Kommunistin, die Rote Fini. Und mit dieser Vergangenheit hat sich der Journalist Nick Basch beschäftigt. Sie ist tatsächlich sehr charmant. Sie ist auch im Auftreten sehr angenehm. Man würde niemals vermuten, dass hinter dieser mittlerweile älteren Dame mit ihrer schicken Handtasche und ihren Chanel-Kostümchen eine der möglicherweise größten, wie soll ich sagen, Personen in einem Netzwerk rund um die Geldverbringung von SED-Vermögen steckt. Rückblende, die Mauer fällt, die DDR geht unter. Während hier noch gefeiert wird, machen sich in Ost-Berlin einige verdiente Genossen daran, einen geheimen Schatz außer Landes zu bringen. Hunderte Millionen harte Devisen, D-Mark, Schweizer Franken, Dollar, die der SED gehören. In dieser geheimen Aktion spielen die Österreicherin Steindling und die Ostberliner Handelsgesellschaft Novum eine zentrale Rolle. Aber woher kam das viele Geld? Die Westfirmen, die mit der DDR Honeckers Geschäfte machen wollten, mussten Provisionen in harter Währung zahlen an zwischengeschaltete Handelsfirmen wie der Novum. Ein äußerst einträgliches Geschäft. Und Rudolfine Steindling hatte bei der Novum eine Schlüsselposition. Als Treuhänderin durfte sie über alle Konten verfügen. Und das tat sie. Laut Schweizer Gerichtsurteilen ließ sie zusammen mit anderen über die Schweiz Geld verschwinden. Viel Geld. Geld, das eigentlich den neuen Bundesländern gehört. Damals waren es umgerechnet 240 Millionen Euro. Heute wären das gut angelegt mit Zins und Zinseszins runde 600 Millionen Euro. Doch die neuen Bundesländer sollten von diesem Geld nichts bekommen. Deshalb wurden nach der Wende bei der Novum Geschäftspapiere vernichtet. Die Auslandskonten leerten sich. Doch das fiel der Justiz auf. Die fror in der Schweiz gerade noch rechtzeitig ein Konto mit 100 Millionen ein. Was folgte, sind endlose Prozesse, die bis heute andauern. Der Wahrheit Genüge getan wird. Die Rote Fini kämpfte mit allen juristischen Mitteln. Als Zeugin vor Gericht gab sich die damals seriöse Treuhänderin. Sie behauptete, die Novum sei ein Unternehmen der Kommunistischen Partei Österreichs, KPÖ. Deshalb stünde den Wiener Genossen und nicht Deutschland das viele Geld zu. Ich finde, wenn jemandem etwas zusteht, der soll es bekommen. Und nicht jemand anderer. Ich würde nicht kämpfen darum, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass es ihnen rechtlich zusteht. Gelder der Kommunisten Österreichs? Erst im Oktober 2004 wird mit diesen Dokumenten endgültig bewiesen, die Novum und die Rote Fini wurden direkt gesteuert von der DDR-Einheitspartei SED. Jetzt ist klar, die Novum-Gelder gehören Deutschland. Erst jetzt konnte man gegen Rudolfine Steindling gerichtlich vorgehen. Schweizer Richter klären nun auf, wie damals zur Wendezeit der größte Teil des Geldes verschwand. Schauplatz, eine Bank in Wien. Damals gab die Rote Fini die nötigen Unterschriften und mit Hilfe von Bankern wurde die Spur des Geldes verschleiert. Mit Ein- und Auszahlungen in Bar und anonymen Sparbüchern. Ziel der Aktion: Niemand soll nachvollziehen, wer nun das Geld hat. Bis heute schweigen die Wiener Banker und die Steindling. Der Journalist Nick Basch hat jahrelang versucht, die Spur des Geldes aufzunehmen und stieß bei seinen Recherchen vor allem auf eines, auf einflussreiche Freunde der Steindling in Wirtschaft und Politik.
Also wenn es einen Werkstoff gibt, der ihr nahe kommt, dann ist es wohl Teflon. Ich glaube nicht, dass sie unverwundbar ist, aber sie war in den vergangenen Jahren bestens beschützt. Von allen möglichen Seiten, auch von politischer Seite. Endlich, der 25. Juni 2008. Die Rote Fini wird von einem Gericht in der Schweiz verurteilt. Der Richterspruch wurde nie veröffentlicht. Monitor kennt die Details. Rudolfine Steinling muss danach Schadensersatz in Höhe von 240 Millionen nebst Zins und Zinseszins leisten. Aber wurde dieses Urteil auch vollstreckt? Wien, Kohlmarkt 4, die noble Geschäftsadresse der Kommerzialrätin. Wir wollen wissen, ob sie gezahlt hat und klingeln vergeblich. Wir erfahren, dass sie das Urteil akzeptiert hat. Aber leider, leider, vermögenstechnisch gesehen ist sie in Österreich so arm wie eine Kirchenmaus. Ihr Vermögen, ihr Haus, selbst die Sammlung Meißner Porzellan hat sie längst ihrer Tochter vermacht. Angeblich ist bei ihr nichts mehr zu holen. Vollstreckung mangels Masse sinnlos. Was keiner bislang wusste, die Bundesregierung schluckt das, willigt in einen Vergleich ein und verzichtet ihr gegenüber auf 140 Millionen Euro plus Zinsen. Sie gibt sich mit den in der Schweiz eingefrorenen Novumgelder zufrieden. Dies bedeutet, Rudolfine Steinling muss aus eigener Tasche keinen Cent bezahlen. Stattdessen will die Bundesregierung nun das fehlende Novumgeld bei der damals beteiligten Bank einklagen. Die Wiener Dame ist fein raus. Wir versuchen es noch einmal bei ihr. Diesmal hebt sie ab. Spreche ich mit Rudolfine Steinling? Entschuldigung, ich muss Sie fragen, es ist immer noch unklar, wo 130 Millionen hin sind. Die sind nie gefunden worden. 130 Millionen sind bis heute weg. Wir fassen die Antworten aus der Erinnerung zusammen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Irgendwann muss mal Schluss sein. Ich habe 20 Jahre nichts gesagt. Ich möchte auch jetzt vor der Kamera nichts sagen. Muss sie auch nicht. Das Schweigen hat sich doch für sie gelohnt. Nun kann sie von der Justiz unbehelligt als geachtetes Mitglied der Wiener Society weitermachen. Erst jüngst hat man sie in Wien hochgeehrt. Sie wurde von der Kulturministerin in den Aufsichtsrat der staatlichen Wiener Volksoper berufen. Ihre Freunde aus der Politik haben kein Problem. Der ehemalige Finanzminister Androsch zeigt sich mit ihr auf seiner Unternehmens-Homepage. Verschwundene SED-Gelder? Kein Thema. Wenn das ein Thema ist, dann würde ich sagen, müsste man ja auch in Ihrem Land sich mit vielen Problemen herumschlagen. Also eine gesellschaftliche Ächtung, nur weil sie Geld der SED, der DDR und in weiterer Folge der Bundesrepublik Deutschland verschoben haben soll, nun, das ist nun wirklich kein Grund, sich nicht mit ihr abzugeben. Man hat das eher belächelt in Österreich. Na ja, was soll's? Ist ja nun nicht unser Geld gewesen, das sie verschoben hat, war ja Geld der Deutschen. Ich bin auf dem Marktplatz. Genau von diesem Balkon riefen die Menschen vor 20 Jahren nach Freiheit. Die Wende stellte ihre Gewissheiten, ihr ganzes Leben auf den Kopf. Gera, vor 20 Jahren eine typische DDR-Stadt mit Maschinenbau, Textilindustrie und Uranbergbau. Hautnah erlebte der Monitor-Reporter Jürgen Tebrat Bürgerrechtler und Funktionäre in Gera. Er und Isabel Schajani haben die Zeitzeugen von damals wiedergefunden. Und ihre Geschichten sind auch Heldengeschichten. Was wollen wir? Die Bürger von Gera wussten, was sie wollten. Welchen Sozialismus wollen wir denn? Keinen. Ich habe 28 Jahre unter Dach gearbeitet. Ich habe anerkannte Berufskrankheit. Ich bin 45 Jahre alt. Dieser Staat braucht 15 bis 20 Jahre, um sich wirtschaftlich zu erholen. So viel Zeit habe ich in meinem Leben nicht mehr. Und jeder Mensch hat ja nur ein Leben. Ich will jetzt leben. Viele, die damals mit mir auf der Straße waren, sind heute wieder auf der Straße. Die sind entweder arbeitslos oder sie fahren als Pendler nach München und sämtliche Städte der Bundesrepublik arbeiten, machen Sonntagabend los und kommen Freitag wieder. Also das ist eigentlich nicht so gelaufen, wie wir uns das erträumt hatten. Petersen gab dem Protest in der Gera-Johanneskirche eine Stimme, seine Stimme.
Abends demonstrierte er, erschien pünktlich zur Schicht, klebte nachts wieder Plakate. Er war Abteilungsleiter im Uranbergbau bei der Wismut. Bis heute ist er politisch aktiv, Mitglied eines Stadtrates. Hat sich sein Kampf von damals gelohnt? Die Menschen sind freier. Aber was ist frei? Die Menschen können heute, im Gegensatz zu DDR-Zeiten, können die Leute heute hinreisen, wo sie gern möchten. Aber sie können nicht, viele können nicht hinreisen, weil sie das Geld dazu nicht haben. Wendezeit, die Reihen der SED lichten sich. Doch 70 Funktionäre arbeiten immer noch voll für die Partei. Informationszentrum der SED-BDS des Bezirksverstandes Gera. Und wir sehen die Perspektive eigentlich darin, dass die Partei die Kraft besitzt, weil wir ja immer noch die stärkste Partei sind und die bleiben wir, davon sind wir zutiefst überzeugt, bleiben wir auch, dass sie doch auch in diesem Wahlkampf bestehen wird und die Ziele, die sie sich setzt, auch erreichen wird. Im Interesse, nun muss ich das große Wort mal gebrauchen, des Volkes der DDR. Komm nur. So. Im Jahre 20 des gesamtdeutschen Kapitalismus. Kollegen, der ist leer, sind keine Stühle drin. Das wäre ja nicht das Thema. Dieselben Menschen am selben Ort. Ilse Teubner gehörte zum Bereich Agitation und Propaganda. Die SED, stärkste Partei? Ich habe etwas daneben begriffen mit der stärksten Partei, das merke ich im Nachhinein. Aber damals habe ich es eben so gesehen. Es tut mir furchtbar leid, es war eben damals der Erkenntnisstand. Das hat sich nun nicht mehr so bewahrheitet, aber trotzdem stehe ich zu den Zielen, die diese Partei vertreten hat oder heute vertritt, nach wie vor, denn ich bin ihr Mitglied. Dass es so unfrei war, wie das heute dargestellt wird, also es tut mir furchtbar leid, da kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Viele Leute haben ja gesagt, es gab keine Demokratie. Sicher ist das heute noch ein bisschen anders, man konnte nichts sagen. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Man kann heute im Betrieb beispielsweise, wenn es noch welche gibt, weniger sagen, als man damals konnte. Ilse Teubner ist ein durch und durch politischer Mensch. Gerade schreibt sie eine Presseerklärung für einen Verband, der sich um die Opfer des Nationalsozialismus kümmert. Auf Urlaub und teure Dinge verzichtet sie, um mit einem Teil ihrer Rente eine Alleinerziehende zu unterstützen. Wir haben das ja früher manchmal, wurde uns das gelehrt, wie die Situation im Kapitalismus ist. Dann habe ich hinterher gesagt, also es ist eigentlich schlimmer. Was genau ist für Sie schlimmer? Na, die Gnadenlosigkeit. Das also auf Menschen wenig Rücksicht genommen wird, dass, sagen wir mal, die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer grassierender geworden sind. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bezirksvorstand... Kurt Dominik ist bislang zuständig für die Achse zwischen SED, den Blockparteien und Massenorganisationen in Gera. Ich wollte wieder richtig arbeiten nach der Wende. Und ich bin nicht gebraucht worden. Das ist richtig. Als SED-Mann kassierte er Absagen. Schließlich fing er in Gera wieder ganz von vorne an, als Finanzberater. Er berät seine Kunden, damit ihr Geld sich vermehrt. Früher hätte er so einen Kapitalist genannt. Könnte man jemanden wie Sie, der in dem einen System gut zurechtkommt und in dem anderen auch, könnte man den als Wendehals oder als idealen Mitläufer bezeichnen? Überhaupt nicht. Hm? Denn ich bin und bleibe sicherlich genau derselbe Mensch. Es dreht sich alles bei mir um den Menschen, um den Fortschritt, um den gesellschaftlichen Fortschritt. Gleich wird er sehr authentisch und vertrauenswürdig einen Kunden beraten. Was hat der Westen ihm gebracht? Vom Westen habe ich bekommen neue Straßen. Es ist modernisiert worden, es ist gebaut worden. Das ist ohne Zweifel gut. Aber das Soziale, das ist verloren gegangen. Zwischen Reform und Revolution. Viele Bürger von Gera trauen dem neuen Forum der Opposition. Was macht Ihnen denn Mut für die politische Arbeit? Mir bedeutet diese Arbeit außer einer immensen Zeitbelastung einen ungeheuren Auftrieb, einen menschlichen und moralischen Auftrieb. Der Dirigent Michael Stolle. Er bewies Courage, als die DDR wankte, als keiner wusste, ob der Staat auf Gewalt setzen würde. 4 Jahre war er noch politisch aktiv, dann widmete er sich wieder ganz der Musik. Neue Freiheiten, neue Regeln? Wir haben einen unheimlich schnellen und intensiven Lernprozess durchmachen müssen, 1990, 1991,
was die vielen neuen Gesetze betrifft. Ich habe davor nie in meinem Leben eine Einkommensteuererklärung machen.